Es gibt unzählige, viele verschiedene Hemden und Variationen von Hemden, aber eins sollte jedermann auf jeden Fall im Kleiderschrank haben, das ist das perfekte Businesshemd. Und wie das bei mir aussieht, das zeige ich euch heute. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber Leute, für mich gibt es an dieser Stelle keine Diskussionsgrundlage, denn so ein Businesshemd gehört für mich genauso in den Kleiderschrank wie ein weißes T-Shirt, denn es ist das Basic für viele verschiedene Looks und viele verschiedene Outfits, von daher muss das auf jeden Fall im Kleiderschrank drin sein. Ich habe das perfekte Businesshemd in 5 verschiedenen Kategorien kategorisiert, damit ihr genau wisst, wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr auf der Suche nach so einem Hemd seid. Der erste Punkt ist das Thema Farbe. Und auch hier glaube ich, dass wir keine großartige Diskussionsgrundlage haben, aber auf jeden Fall für mich ist die beste Farbe ein weißes Businesshemd. Stellt euch so vor wie eine weiße Leinwand, die ihr dann bemalen könnt mit jeglicher Art von Farbe. Denn so eine weiße Leinwand, also ein weißes Hemd, dazu könnt ihr wirklich jede Art von Anzug anziehen. Einen blauen Anzug, einen grauen Anzug, einen schwarzen Anzug, einen beigen Anzug. Ihr könnt da wirklich viele verschiedene Looks mit kreieren und von daher ist für mich die Farbe weiß einfach ein Muss. Und wenn du vielleicht ein bisschen jünger bist und vielleicht dein erstes Hemd kaufst, würde ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall weiß zu wählen, weil mit weiß machst du wirklich nichts falsch. Nächster Punkt sind die Kragenformen. Es gibt unterschiedliche Kragenformen, wie zum Beispiel den Kennkragen, den Kläppchenkragen, den Haifischkragen. Ich würde euch an dieser Stelle empfehlen, einfach bei den unterschiedlichen Kragenformen unter 2 Optionen zu wählen. Das ist entweder der Haifischkragen oder der Kennkragen. Denn mit diesen beiden Kragenformen kannst du Krawatten binden, kannst du Schleifen binden, also fliegen. Und damit hast du einfach wirklich sehr, sehr viele Optionen. Denn der Button-Down-Kragen ist zum Beispiel eher so ein Kragen, den man in der Freizeit trägt. Und der Kläppchenkragen, den trägt man im meisten Fall eigentlich immer nur mit einem Smoking. Und wie ihr jetzt seht, ich habe mich an dieser Stelle für den Haifischkragen entschieden. Der ist einfach im Vergleich zum Kennkragen noch einfach so ein bisschen... Leute, einfach nur ein bisschen... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Egal für welchen Kragen ihr euch am Ende des Tages entscheidet, eine Sache solltet ihr auf jeden Fall immer parat haben. Und zwar ist das der Styling-Hack Number One für uns Männer, der Magic Button. Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender Silikonknopf. Und mit dem kannst du zum Beispiel deine Krawatte fixieren, dein Einstecktuch fixieren. Oder du kannst ihn auch als versteckten Knopf benutzen. Heißt, den Magic Button solltet ihr auf jeden Fall am Start haben, um einfach die Accessoires an eurem Anzug perfekt sitzen zu lassen. Den Link zum Magic Button findet ihr logischerweise unten in der Infobox. Der nächste Punkt ist sehr wichtig und zwar der Fit. Es gibt unterschiedliche Fits, wie zum Beispiel Slim Fit, Regular Fit, Long Fit. Und die ganzen unterschiedlichen Fits haben natürlich was mit deiner Körperform zu tun. Ich persönlich favorisiere Slim Fit, weil ich relativ groß und relativ schlank bin. Und ich mag es halt, dass das Hemd einfach eng anliegend ist. Aber man muss sich da so ein bisschen mit beschäftigen. Da ich nicht weiß, was deine persönliche Körperform ist und was dein persönlicher Stil ist, darüber lässt sich ja, wie ich am Anfang gesagt, drüber streiten, musst du einfach an dieser Stelle etwas ausprobieren. Worauf du beim Fit auf jeden Fall achten solltest, sind folgende 4 Punkte. Zum einen die Schulter. Die Schulternaht sollte auf jeden Fall genau über deiner Schulter verlaufen. Zum anderen die Hemdlänge. So ein Businesshemd ist einfach ein bisschen länger, denn man steckt das Businesshemd natürlich in die Hose rein und du musst dir so vorstellen, das Businesshemd geht einfach über dein Hinterteil ein bisschen drüber. Und zum anderen die Manschetten. Die Manschettenknöpfe, deine Ärmellänge sollte lang genug sein. Du solltest die Manschetten schließen können und du solltest einfach auch genug Freiraum haben, um deinen Arm vernünftig zu bewegen. Und Punkt Nummer 4, der Kragen sollte einfach passend anliegen. Apropos Kragen, jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt und zwar bei der Größe. Ein Hemd wird anhand der Kragenweite gemessen. Nicht, wie man das zum Beispiel vom T-Shirt kennt, in S, M, L, XL, sondern anhand der Kragenweite. Und das könnt ihr ganz einfach messen, indem ihr zum Beispiel zu Hause ein Maßband nehmt und einfach das Maßband um euren Hals legt, unterhalb des Adamsapfels. Und da könnt ihr dann dementsprechend messen. Bei mir ist das jetzt an dieser Stelle eine 40. Und da muss man einfach gucken, welche Kragenweite man hat, um die perfekte Größe des Hemdes zu bestimmen. Und in puncto Kragenweite solltet ihr euch einfach eine Faustregel so hinter die Ohren schreiben. Wenn ihr eure Kragenweite misst, dann sollte auf jeden Fall noch so ein Finger dazwischen passen. Denn ihr wollt atmen, ihr wollt essen, ja, und auch vielleicht was trinken. Heißt, da muss einfach ein bisschen Luft sein. Ich habe zum Beispiel jetzt gemessen bei mir eine 40 Kragenweite. Heißt, ich würde zum Beispiel Hemden zwischen 40 und 41 auswählen, die dann für mich dementsprechend passend sind. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Daniel, was mache ich denn, wenn jetzt zum Beispiel das Hemd einfach zu lang ist, ja, oder die Ärmel zu lang sind, aber der Kragen passt? Leute, all das
das könnt ihr ändern. Den Kragen könnt ihr nicht ändern. Aber alles andere kann tatsächlich vom Schneider geändert werden. Ihr könnt einfach das Hemd enger machen lassen, ihr könnt das Hemd an den Ärmeln kürzer machen lassen, aber der Kragen kann nicht geändert werden. Von daher solltet ihr auf jeden Fall großes Augenmerk darauf nehmen, wenn ihr die Größe auswählt. Nächster Punkt, wir kommen zum Thema Stoff. Aus welchem Stoff sollte das Hemd sein? Das Hemd, was ich jetzt hier an dieser Stelle trage, ist ein hochwertiges Hemd, 100% Baumwolle. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr so ein Hemd aussucht, achtet auf jeden Fall darauf, dass das Hemd zu 95-97% aus Baumwolle besteht. Der restliche Anteil kann ein elastischer Stoff sein, wie zum Beispiel Elastan. Ein bisschen Elastan oder ein bisschen elastischer Stoff kann tatsächlich von Vorteil sein, gerade dann auch, wenn wir Männer vielleicht hier vorne schon ein bisschen mehr Bauch haben. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, definitiv Hemden auszuwählen, die einen großen Baumwollanteil haben und weniger synthetischen Stoff. Denn wenn man einen zu hohen Anteil an synthetischen Stoff hat, dann kann es unter Umständen sein, dass das Hemd so ein bisschen durchscheint und das möchte man am Ende des Tages nicht und das kann tatsächlich auch schnell billig aussehen. Falls dir an dieser Stelle jemand einfällt, der vielleicht aktuell auf der Suche ist nach einem Hemd, dann teile lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich euch da draußen ein Stück weit weiterhelfen kann mit meinen Videos und ich bin mir sicher, dass ihr das ein oder andere aus dem heutigen Video mitnehmen konntet. Und ansonsten habe ich euch noch den Styling Hack Number 1 hier unten in der Infobox verlinkt, genauso wie einige Business Hemden und auf diesem Wege wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Auswahl eures perfekten Hemdes.